Yo Leute, was geht? Heute ist Mittwoch, der 1. April. Wir gehen jetzt gleich zum Set zu unserem Dreh vom Kinofilm Bruder von Luda. Und ja, ihr seht, wir haben schon relativ spät. Wir fangen heute relativ ein bisschen später an zu drehen. Naja, und wir nutzen das, um jetzt in diesem Video ein paar ganz wichtige Sachen zu klären, die ihr auf alle Fälle auch alle wissen sollt und müsst. Nee, müssen nicht, aber ihr solltet es. Roman ist gerade noch duschen, der kommt gleich. Ich chill gerade noch im Lochi-Zimmer, so nennen wir das ja. Grüße an die Broken Thumbs. Genau, und zwar einmal der Video Day 2015. Der ist ja einmal in Berlin und einmal in Köln. Wir sind auf alle Fälle in beiden Städten mit dabei. In Berlin sind wir auch mit dabei. Also auf alle Fälle die Tickets holen, wenn ihr da hingehen wollt, an alle Berliner und in der Umgebung. Wir werden dort auch auftreten. Wird auf alle Fälle mega krass. Wir freuen uns extrem drauf. Also ich glaube, das wird noch mal krasser als das letzte Jahr. Und das war schon extrem krass. Alle Links sind in der Infobox, wenn ihr da noch keine Tickets habt. Genau, und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Konzert in Würzburg. In Würzburg ist ja am 26., glaube ich, oder am 28., ich glaube am 26., ist ein Konzert, und zwar in Bezug auf den Film, für unseren Film Bruder von Luda. Genau, wir drehen dann sozusagen mit euch für ein paar Szenen. Also, wenn ihr da noch keine Tickets habt, dann könnt ihr euch die jetzt besorgen. Was dazu reden gibt, ist eigentlich ganz easy, und zwar... das Ding ist, wir drehen ja da, also das ist ja nicht nur ein Konzert, sondern da kommt nochmal extra Zeit dazu, wo wir dann mit euch drehen, wo ihr die Möglichkeit habt, bei einem Kinofilm mit dabei zu sein, und das hat man ja auch nicht irgendwie alle Tage, also das ist ja was ziemlich Besonderes. Genau, also das ganze Event wird länger dauern als normales Konzert, weil wir, wie gesagt, ein komplett ganz normales Konzert geben. Vielleicht wird der ein oder andere YouTuber auch mit am Start sein, ich will dazu noch nichts verraten. Und zusätzlich davon gibt es dann noch einen Dreh, der, ich denke mal, so 1-2 Stunden in Anspruch nimmt. Und der wird auf alle Fälle mega krass und mega cool. Ich glaube auch total interessant für die Leute, die da sein werden. Das Ding ist, an alle von euch, die da hingehen, aber unter 18 sind, ihr müsst auf alle Fälle mit euren Eltern oder mit einer erziehungsberechtigten Person dorthin gehen, weil diese dort einen Zettel ausfüllen müssen und auch vor Ort sein müssen, weil das eben ein Kinofilmdreh ist, und das muss einfach so sein, gesetzlich bedingt. Da können wir nichts mehr machen, da wird auch nichts mehr dran geändert. Also ganz wichtig ist, wenn ihr dorthin geht, müsst ihr eine erziehungsberechtigte Person dabei haben. Und wenn ihr beispielsweise zu zweit seid, also wenn jetzt beispielsweise ich mit einem Freund hingehen will zum Konzert, aber nur meine Mutter oder mein Vater will mitkommen, dann und der Vater oder die Mutter von eurem Freund oder eurer Freundin will nicht mitkommen, dann können diese sozusagen eine, wie heißt das, Vollmacht oder so bekommen für diese Zeit von deren Eltern, also das, die sozusagen dann auch die Erziehungsberechtigten sind für die. Ihr müsst euch mal ein bisschen informieren, ich kann jetzt nicht hundertprozentig genau was dazu sagen, aber auf alle Fälle müsst ihr eine erziehungsberechtigte Person dabei haben. genau. So, was gibt's noch zu sagen? Roman? Ist immer noch am Duschen. So ist es, wenn Roman duscht, dann singt er immer und dann hört man ihn immer. Ich rede gerade ziemlich schnell, weil ich sehr im Stress bin. Viele haben mich auch gefragt, ob ich wieder gesund bin. Ich hatte ja, wie es manche mitbekommen hatten, eine Mandelentzündung. Kurz vor Drehbeginn hatte ich eine Mandelentzündung bekommen, eine leichte. Oder eigentlich eine relativ starke. Mir geht es mittlerweile wieder gut, ihr hört es an meiner Stimme. Ich kann wieder normal reden, ohne dass es mein Hals so mega krass wehtut. Also das war echt nicht schön in der Zeit. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie nicht drehen kann oder beim Filmstart dann irgendwie nicht dabei bin, aber das wäre unvorstellbar gewesen. Das geht ja irgendwie gar nicht, weil wir von Anfang an schon mit dabei sind. Genau, also mir geht's mittlerweile wieder gut. Ich habe mir Antibiotika reingekippt wie sonst was, habe mir was weiß ich was, ganz viel getrunken und all sowas. Also ist auf alle Fälle wieder alles gut. Ich fühle mich wohl. Roman ist immer noch am Duschen. Wir werden auch gleich abgeholt übrigens, deswegen muss es hier ein One-Taker werden, das Video. Tut mir übrigens sehr leid. Die nächsten Mittwochs-Videos werden wieder sehr, sehr gut. Also am kommender Mittwoch, kommt eine sehr, sehr lustige Challenge online. Die dürft ihr auf alle Fälle nicht verpassen. Wird auf alle Fälle ziemlich lustig. Ich darf da leider noch nichts zu sagen, aber das werdet ihr dann sehen. Genau, und montags kommen ja auch bald Videos online vom Set, vom Filmset. Ist auf alle Fälle ziemlich krass, was jetzt aber alles kommt die nächsten paar Wochen.
Und ja, ich bin gespannt. Am Samstag kommt auch noch mal ein gutes Video. Heute ist der 1. April. Da kommt noch mal, glaube ich, ein Sketch. Bin mir nicht genau sicher, was wir da noch mal genau machen. Ich gucke es gleich noch mal an. Auf alle Fälle, denkt jetzt nicht, dass jetzt nur noch solche Videos kommen wie gerade. Also das ist total die Ausnahme. Genau. So, Leute. Roman! Bist du immer noch am Duschen? Nee. Bist du nackt? Nein. Schade. Also, ich hätte ihn natürlich gerne nackt gesehen. Nee, Spaß. Okay, Leute, ich wollte nur sagen, ich melde mich jetzt wieder die Tage oder so. Wir sind auf alle Fälle, was glaube ich hier für eine Scheiße, wir sind auf alle Fälle aktiv dabei. Wir kommen jetzt, am Samstag kommt ein Video, am Mittwoch kommt ein Video, wieder am Samstag und dann kommen auch sogar auch Montagsvideos. Also denkt jetzt nicht, dass hier kein Programm mehr läuft. Auf alle Fälle dabei sein und wir sehen uns dann am Samstag. Brr, brr, und hier vergesse ich das letzte Video abzuchecken. Ciao.